Wir starten das Jahr 2016 bei Finance TV. Wir freuen uns, dass Sie wieder dieses Jahr bei uns dabei sind. Zum Jahresanfang, wie so oft bei uns, die Ausblicksthemen. Wir schauen auf die Kapitalmärkte voraus, was Sie für uns und Ihre Investoren in diesem Jahr erwartet. Unser erstes Thema ist das Thema Equity Capital Markets. Da hatten wir letztes Jahr kein schlechtes Jahr. 15 Börsengänge, 7 Milliarden Euro Emissionsvolumen. Das war das beste IPO-Jahr in Deutschland seit langem. Die große Frage, vor allem nach dem turbulenten Börsenstart in diesem Jahr, war, geht es in diesem Jahr so weiter? Das fragen wir heute unseren Interviewgast Armin Heuberger, Kapitalmarktexperte und Leiter des ECM-Geschäfts in Deutschland, der UBS. Herzlich willkommen bei uns hier in Frankfurt im Studio. Wir haben es schon angesprochen, wir haben es alle erlebt. Die erste Woche war ziemlich turbulent. Hat das schon so ein bisschen den Start ins IPO-Jahr vorweggenommen, verhagelt? Also für den IPO-Markt wahrscheinlich noch etwas zu früh zu erkennen, weil der generell eigentlich eher mit den Vorjahreszahlen startet, also sprich eher im zweiten Quartal. Aber natürlich, was die Investorenstimmung betrifft, eher etwas verhagelt. Ja. Aber für das IPO-Umfeld wahrscheinlich noch etwas früh zu sagen. Schlimmer ist es ja wahrscheinlich, wenn diese Volatilität genau in den Platzierungsphasen kommt, nach Ostern oder dann im Herbst. Ja. Letztes Jahr hatten wir es genau in diesem Zeitfenster gehabt, als Covestro, Schaeffler und so weiter, Hapag-Lloyd an die Börse wollten. Die sind schwer unter die Räder gekommen in den Oktober-Turbulenzen. Wie gehen jetzt die Emittenten um, die vielleicht fürs Frühjahr in den Startlöchern stehen, wenn die so eine Volatilität sehen wie jetzt? Ja. Ich glaube, die drei Börsengänge, die haben sie ja gezeigt, die sind trotzdem durchgegangen. Also ich glaube, die Emittenten, die sind gut beraten, reinzugehen, dass sie sich auf sowas einstellen können. Ja, also sprich, Bewertungserwartungen, Strukturerwartungen vielleicht auch flexibler auch im Hinterkopf auszugestalten und nicht nur ein bestimmtes Ziel vor Augen haben, weil ich glaube, diese Volatilität kann durchaus dazu führen, dass man auch wieder solche Abstriche gegebenenfalls machen muss, wie es da dort geschehen ist, um in den Kapitalmarkt eben eintreten zu können. Das Thema Schnelligkeit, Flexibilität war in den letzten Jahren so eine Art Banker-Mantra, was die IPOs angeht. Jetzt hat man den Eindruck, dass diese beschleunigten Prozesse jetzt auch nicht unbedingt das Eis gebrochen haben. Was ist Ihre Erfahrung? Funktioniert das? Ja, ich glaube, es gibt kein Patentrezept. Ich glaube, die Erfahrung zeigt, dass Nuancen durchaus Sinn machen, bei der Vermarktung früher vielleicht zu starten, Strukturalternativen zu überlegen, auf jeden Fall. Gibt es jetzt hier ein Patentrezept, wo man sagen kann, okay, das ist das Nonplusultra? Glaube ich nicht. Ich glaube, die Zonen sind da eher grau. Meine Empfehlung wäre da, durchaus eine Open Mind zu haben und über Strukturalternativen im Vorfeld schon zu überlegen, damit man, wenn man dann was machen muss, aufgrund der Volatilität hier auch dann vorbereitet ist. Was für Optionalitäten gehören in den Werkzeugkasten des CFOs rein? Also ich glaube erstmal zusätzlich zu der frühen Investorenansprache, um die Story schon mal vorzustellen bei, sage ich mal, diesen Neudeutsch-Anker-Investoren. Ich glaube, ist es wichtig, vielleicht Strukturalternativen wie vielleicht ein Private Placement vorab zu berücksichtigen. Vielleicht auch eine Zwei-Phasen-Strategie, wo man Kerninvestoren erstmal reinholt, dann beim besseren Umfeld vielleicht eine breitere Audienz anspricht. Also hier einfach auch, was ich vorhin angesprochen habe, Strukturflexibilität sich auf jeden Fall mal anzuschauen. Auf Käuferseite heißt es ja, dass die europäischen Aktienfonds im letzten Jahr offener geworden sind gegenüber IPOs. Das hat ja auch die Nachfrageseite gezeigt. Der Markt war ja nicht umsonst so stark. Ja, ja. Private Placements gehen ja eher in eine andere Richtung, eher Buy-and-Hold-Investoren. Heißt das, dass man beim IPO eine komplette Investorenansprache zweigleisig fahren muss? Nein, da gibt es einen guten Overlap. Ja, also beim Private Placement, ich nenne die Investoren immer Crossover-Investoren. Die können sowohl im Private Placement-Bereich investieren, als auch dann Buy and Hold drüber hinaus machen, die wir ja eigentlich auch beim IPO, klassischen IPO-Vermarktung auch möchte. Also sprich, die im Langfristaktionariat sich wiederfinden. Und dementsprechend schließt das eine das andere nicht aus. Im Gegenteil, ich glaube, es hilft auch dieses, ich nenne es mal Bedrock of Strong Fundamental Demand, sich früh einzuholen. Was für eine Kauffreude erwarten Sie bei den Investoren in diesem Jahr bezüglich IPOs? Die sind schon kauffreudig, aber in der Phase, wo die Risk-Off-Mentalität eher stärker im Markt präsent ist, denke ich, hat man nicht den gleichen Nachfragepool, den man hat, wenn die Risk-On-Mentalität vorherrschend wäre. Und dementsprechend, sage ich mal, ist da entscheidend, dass man, was ich eingangs gesagt habe, die Flexibilität hat, auch ein bisschen auf der Bewertungsseite. Ja. Also sprich, die Investoren sind kauffreudig, wollen sich aber dann auch, sage ich mal, neudeutsch diesen IPO-Discount auch vielleicht zunutze machen in einem Risk-Off-Umfeld. Covestro, Schaeffler, Hapag-Lloyd haben genau das gemacht, haben ihre Preiserwartungen zurückgenommen. Manche Altaktionäre haben gesagt, sie verschleudern nicht zu diesen Preisen. Wie bewerten Sie sowas, wenn Unternehmen sich quälen an die Börse und extrem viele Zugeständnisse machen? Ist das nicht ein Zeichen von Schwäche?
Nicht unbedingt, weil man hat ja beim IPO dann schon auch die Möglichkeit, das ist ja nur der Start in den Kapitalmarkt und nicht das Ende. Und dementsprechend, glaube ich, muss man vielleicht die Frage anders fragen. Haben die anderen, die immer auf Teufel komm raus den teuersten Preis erzielen wollen, vielleicht da eine falsche Mentalität? Ich denke, dass ein guter Debüt-Börsengang, der vielleicht auch mit einer positiven Aftermarket-Performance hoffentlich auch behaftet ist, mittel- und langfristig eigentlich fürs Unternehmen besser ist. Speziell, wenn beim IPO eben tatsächlich nur Primary Proceeds geraced wurden, wie es ja dann Covestro letztendlich auch gemacht hat, wie es Schaeffler zum Teil auch gemacht hat. Also sprich, wo es rein um eine Kapitalerhöhung geht, gewisse Entschuldungen oder CapEx-Investments, also sage ich mal Sachen, die wirklich im Unternehmen zufließen und nicht unbedingt eine Sekundärkomponente haben müssen. Punkt 1. Und Punkt 2, meistens haben die Aktionäre ja mehr Anteile als nur jetzt das, was sie beim Börsengang verkaufen. Und dementsprechend sollte man sich eigentlich, bevor man sagt, das war jetzt ein schlechter oder ein guter Preis, eigentlich mal das längerfristig anschauen. Ja? Weil der IPO ist wirklich nur der Eintritt in den Kapitalmarkt. Während das IPO-Geschäft ja richtig gut gelaufen ist vergangenes Jahr, haben wir beim breiten ECM-Geschäft wenig Dynamik gesehen. Kapitalerhöhungen, Wandanleihen, sowas war nicht besonders en vogue. Liegt es daran, dass CFOs im Moment in der Niedrigzinsphase generell lieber auf den Fremdkapitalmarkt ausweichen? Ich glaube, das Erste, was Kapitalerhöhungen betrifft, liegt es vielleicht auch daran, dass die Bilanzen gut kapitalisiert sind, vor allem in Deutschland. Da hat man einen deutlichen Rückgang gesehen. Aber wir hatten auch eine deutliche Steigerung an den Schnellplatzierungen, sei es jetzt für Sekundärplatzierungen, also sprich, wo Aktionäre aussteigen. Aber was ich auch als Trend erkannt habe, waren die 10% Kapitalerhöhungen, wie Rheinmetall zum Beispiel gemacht hat. Also sprich, auch hier im volatilen Umfeld eher ein Tool zu wählen, wo ich gegenüber Bezugsrechtsemissionen nicht zu lange im Markt bin, sondern relativ schnell agieren kann. Wir wollen Sie natürlich nicht hier wieder gehen lassen, ohne Ihren Ausblick für 2016 abzufahren. Das machen wir in Form der drei Fragen von Finance TV, die wir Sie bitten, ganz kurz gerne mit Ja oder Nein zu beantworten. Die erste Frage, werden wir 2016 in Deutschland Ihrer Meinung nach mehr IPOs sehen als 2015? Nein. Die zweite Frage, wird es 2016 größere IPOs geben als 2015 mit Covestro und Scout24? Möglich. Und die dritte Frage, was wird bei den Investoren eher in Mode sein? Mittelständische Wachstumsstories oder die großen, dicken IPOs und Aktienplatzierungen? Ich glaube, das hängt sehr stark davon ab, was wir vorhin gesagt haben, Risk off, Risk on. Ich glaube, wenn wir in der Risk on Phase sind, dann werden natürlich die Wachstumsunternehmen eher gefragt sein. Wenn wir eher in der defensiven Phase sind, also eher in der zyklischen Phase, dann glaube ich eher die großen Bretter, weil die dann im Nachgang, also sprich im Aftermarket, größere Liquidität versprechen und dementsprechend für die Investoren weniger risikobehaftet sind, wenn sie wieder raus wollen. Viel Unsicherheit. Vielleicht werden wir anhand der ersten IPO-Kandidaten ja schon sehen, wo die Reise hingehen wird. Danke für Ihre Einschätzung, Armin Heuberger. Danke Ihnen auch fürs Zuschauen. Okay. Als nächstes der nächste Jahresausblick bei uns. Es geht um die DCM-Märkte, wie sie sich mit Anleihen und Co. finanzieren. Das erfahren Sie am Mittwoch bei uns. Schauen Sie wieder rein. Bis dahin eine gute Zeit. Alles Gute und tschüss.